Ja, ich freue mich für jeden, der heute Abend hierher gekommen ist. Klasse, dass du den Weg hierher gefunden hast. Das Thema von heute, das klingt sehr schön, es klingt sehr herausfordernd. Und dieses Thema haben wir genannt, Paulus gebunden, aber Evangelium entfesselt. Gottes Wort ist nicht gebunden. Und das ist das, was Gott von uns möchte, das ist das, was Gott von uns verlangt. Er möchte, dass wir zu seiner Ehre leben, dass wir ihn bekennen, und zwar an jedem Ort, zu jeder Zeit, und zwar unabhängig von jeder Situation. Und das ist eben die Voraussetzung dafür. Gottes Wort ist nicht gebunden, es ist entfesselt und es kann zu jeder Zeit, in jeder Situation wirken. Und dazu möchte Gott uns ganz besonders auch gebrauchen. Ich möchte heute zu diesem Thema eine Person gemeinsam mit euch anschauen. Ich glaube, es wurde schon genannt, es ist Apostel Paulus, über den ich heute mit euch einiges betrachten möchte. Und dieser Apostel Paulus, er gehört zu den eindrucksvollsten und stärksten Personen, möchte ich mal sagen, des gesamten Neuen Testaments. Der wurde mächtig von Gott gebraucht, der hat wunderbare Briefe geschrieben, der hat einiges für den Herrn durchgemacht und er war ein absolut gewaltiges Werkzeug und er ist auch heute noch für viele Christen ein ganz, ganz großes Vorbild. Und wenn wir mal das Leben von diesem Apostel Paulus betrachten, das war jemand, der hatte keine Kompromisse gemacht, der folgte entschieden seinem Gott. Und diese Entschiedenheit, diese Treue brachte diesen großen Mann, Apostel Paulus, ins Gefängnis. Und ich möchte mal einen Vers kurz vorlesen. 2. Timotheus 3,12, da heißt es, und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Und wenn wir das Leben von Paulus mal betrachten, das war wirklich jemand, der genau wusste, was eigentlich Treue für den Herrn bedeutet, der genau wusste, was es heißt, für Jesus zu leiden, aber der auch genau wusste, wie Gott in Treue in dieser Situation wirkt. Und jetzt ist dieser Apostel Paulus ins Gefängnis gekommen und ihr könnt mal den Gefängnisbrief aufschlagen. Das ist der Philipperbrief, den er dort an die Gemeinde geschrieben hat aus dem Gefängnis. Dürft ihr mal aufschlagen. Ich möchte dann einige Dinge aus diesem Vers mal, aus diesem Brief gemeinsam mit euch mal betrachten. Das ist Seite 1859 für die, die jetzt gerade suchen. Stell dir mal vor, diese Situation, du bist jetzt im Gefängnis. Und du weißt doch überhaupt nicht, wie diese Sache ausgeht. Du sitzt dann in irgendeiner Gefängniszelle. Es ist eine sehr beklemmende, düstere Situation, in der du dich befindest. Es herrschen schlechte hygienische Verhältnisse. Andere Menschen herrschen über dich. Du bist ihnen eigentlich ausgeliefert und du weißt doch gar nicht, was die mit dir machen. Du hast sicherlich ein ganz starkes Gefühl von Einsamkeit. Du hast Depression, du hast eine gewisse Ungewissheit, weil du eben nicht weißt, wie das Ganze ausgehen wird. Dann hörst du auf dem Flur irgendwelche Schritte und du fragst dich, ist da jetzt jemand, der mir das Essen bringt? Bekomme ich Besuch? Oder ist es vielleicht tatsächlich der Henker, der mir jetzt das Leben beendet? Und in dieser Situation ist der Apostel Paulus drinne und er fragt sich vielleicht, werde ich freikommen? Wie lange muss ich das Ganze durchleiden? Was wird als nächstes geschehen? Werde ich vielleicht gefoltert? Was passiert hier eigentlich so in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen? Und das ist eine ganz, ganz schwere Situation, in der Apostel Paulus sich befand. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass keiner von uns sich in so einer Situation befunden hat, dass er irgendwie im Gefängnis gewesen ist. Aber es gibt ja Situationen in unserem Leben, die sind sehr schwierig. Das sind ganz, ganz schwere Lebenssituationen. Da gibt es vielleicht Krankheiten, da gibt es schwere Bedingungen auf dem Arbeitsplatz. Es gibt irgendwie Beziehungsprobleme, man hat vielleicht in der Nachbarschaft ganz große Konflikte und dann schleicht sich eine sehr große Unzufriedenheit ein, bis hin zu ganz, ganz starken, vielleicht depressiven Phasen und plötzlich bricht diese heile Welt, in der du gelebt hast, bricht einfach zusammen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir als Kinder Gottes in unserer Beziehung mit Gott in so einer Situation um? Ich kenne mich ja schon fast 44 Jahre und ich weiß,
wenn mir so eine schwere Situation widerfahren würde, ich weiß ganz genau, wie meine Situation zu Gott sich ändern würde. Ich wäre keiner wie Hiob, der sagen könnte, der Herr gibt es, der Herr nimmt es, der Herr sei gelobt in allen Dingen. Also ich wäre jemand, ich würde ganz stark mit Gott hadern und ich würde dann Folgendes machen. Ich würde erstmal meine Treue, die ich dem Herrn erwiesen habe, einfach den Herrn immer vor Augen halten. Ich würde sagen, schau mal, Herr Jesus, was ich getan habe. Ich habe dich bekannt vor anderen Menschen. Ich bin treu zur Bibelschule gegangen. Ich bin in den vollzeitlichen Dienst gegangen. Ich habe dein Wort gepredigt. Ich habe für Christen in Verfolgung gebetet. Ich habe mir aus dem Internet irgendwelche Gesichter geholt von Open Doors und ich habe dann fleißig für diese Menschen gebetet. Und jetzt auf einmal kommt so eine schwere Situation in mein Leben. Wie kann ich jetzt in dieser Situation ein Zeuge für dich sein? Das ist doch eigentlich überhaupt nicht möglich. Ich kann doch gar nicht diese Freude ausstrahlen, von der in deinem Wort geschrieben steht. Und wenn Leute mich von außen betrachten, was sagen sie dann? Das ist ein sehr tief unglücklicher Mensch und er kann eigentlich gar kein Gotteskind sein. Weil wenn er das wäre, dann müsste er doch voller Freude strahlen. Das heißt also, ich würde Gott vor Augen halten, dass aufgrund der Situation, die er zugelassen hat, meine Zeugniskraft für ihn eigentlich letzten Endes völlig verloren gegangen ist. Und jetzt wird das sehr interessant, was Apostel Paulus macht. Der schreibt einen Brief aus dieser schweren Situation an eine Gemeinde und eines der ersten Dinge, die er in diesem Brief tut, er dankt seinem Gott. Vers 3 fängt es an, ich danke meinem Gott. Das war also eines der ersten Dinge, an die Paulus gedacht hat, als er einen Brief aus dem Gefängnis an diese Gemeinde geschrieben hat. Ich kenne dich jetzt nicht vom Charakter, aber ich stelle dir mal so die Frage, wäre das eines der ersten Dinge, die du tun würdest, wenn du im Gefängnis sitzt, wenn du eine ganz schwere Situation hast und wenn du dann einen Brief an Glaubensgeschwistern schreibst, wäre es eines der ersten Dinge, dass du Gott danken würdest? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich einfach und ich weiß, dass es bei mir nicht der Fall wäre. Ich möchte jetzt mal so einige Dinge dir zeigen, wofür du vielleicht in deinem Leben danken könntest. Ich habe mal so ein paar Sachen recherchiert und ich möchte uns das mal so vor Augen halten, wofür wir Gott eigentlich danken könnten. Ich habe mal so ein paar Punkte. Also, du könntest beispielsweise dafür dankbar sein, dass du nicht in den 388 Regionen der Welt wohnst, in denen momentan Krieg herrscht. Ist dir schon mal aufgefallen, in Deutschland herrscht kein Krieg. Nur in den Nachrichten, wenn du das anmachst, dann hast du Krieg im Wohnzimmer. Aber ansonsten hast du das eigentlich nicht. Und dann beispielsweise könntest du dafür dankbar sein, dass du nicht zu den 50 radikalen Ländern gehörst, wo der Besitz einer Bibel dich ins Gefängnis bringt. Es gibt im Internet tausende Debatten darüber, welche die Übersetzung die beste ist. Das ist der Textus Receptus, nein, das ist der Nestle-Aland, der Masoretentext. Und auf einmal diskutieren Christen 4-5 Stunden darüber, welche Übersetzung die beste ist. Das ist ein absolutes Luxusproblem. Das haben wir hier in Deutschland. In anderen Regionen haben die das nicht. Da sind Menschen froh, wenn vielleicht ein gesamtes Dorf eine Bibel hat und wenn die Leute da einfach irgendwie lesen können. Und da stellen sie nicht die Frage, welche Übersetzung ist das jetzt eigentlich? Da sind die Leute froh und dankbar, dass sie irgendwie an das Wort Gottes kommen. Beispielsweise könntest du noch dafür dankbar sein, dass deine Kinder, deine Neffen, Nichten und Enkel nicht zu den 30.000 Menschen gehören, die täglich an Hunger sterben. Das ist gewaltig, oder? Ich habe ja eine ganz große Last als Evangelist zu tragen. Ich bin immer unterwegs bei Gastfamilien und da wirst du immer gut versorgt. Ich hatte jetzt zweimal hintereinander Spätzle hier, das war wirklich toll. Also wir haben immer super Essen, das ist ganz klasse. Und da wird wirklich manches Mal echt total aufgetischt. Und das, ich weiß nicht, ob das ein Problem eines Evangelisten ist, aber zumindest habe ich mit Hungersnot keine Probleme. Du gehst in ein Geschäft und du musst gucken, welche Wurst kaufst du dir eigentlich? Da hast du wahnsinnig viel Auswahl. Welche Käsesorte kaufst du dir überhaupt? Also das ist einfach eine Sache, ich kann mich noch daran erinnern, vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren war ich im Geschäft und mich hat plötzlich ein Entsetzen umfangen. Es war nur eine einzige Packung Klopapier dort im Regal. Kannst du dich an die Zeit noch erinnern? Aber das war alles gut, wir hatten zu Hause noch welche. Aber da habe ich so zum allerersten Mal gedacht, wie ist das denn eigentlich, wenn die Regale mal leer sind? Aber das hatte ja nichts mit Essen zu tun. Unsere Essensregale, die sind noch immer voll gewesen. Und dann könntest du beispielsweise danken, dass du zu den circa 1,2% Wiedergeborenen in Deutschland gehörst, denen das ewige Reich Gottes verheißen ist und die nicht auf ewig verloren gehen. Ist dir diese Zahl eigentlich bewusst?
unter 2% in Deutschland sind wiedergeboren. Das ist krass, oder? Und ich hoffe, dass du zu diesen Menschen gehörst. Denn wenn du das hast, lebst du in einer lebendigen Hoffnung und dir ist ein ewiges, gewaltiges Reich Gottes verheißen, welches unzerstörbar ist. Das ist die Hoffnung, die du in dir trägst. Also das waren einfach mal so ein paar Gedankengänge, dass man weiß, wofür man eigentlich danken könnte. Und jetzt schauen wir mal zu diesem Apostel Paulus. Interessant ist, er dankt Gott, aber er denkt dabei noch nicht mal an sich selber. Denn was hat dieser Paulus gemacht? Er dankte für die Kinder Gottes in der Philippa-Gemeinde. Das muss man sich mal vorstellen. Der schreibt einen Brief aus dem Gefängnis, aus der größten Not. Eines der ersten Dinge, die er tut, er dankt. Dabei denkt er noch nicht mal an sich selber, sondern er denkt an die Geschwister, die nicht im Gefängnis sind, sondern die noch in Freiheit leben. Das ist absolut gewaltig. Paulus dankte nicht für sich selber, er dachte dabei an andere. Und jetzt möchte ich mal wieder ein Beispiel, so nicht ein Beispiel, ich möchte mich jetzt mal wieder in die Predigt reinbringen. Wenn ich anstatt Apostel Paulus im Gefängnis wäre, ich könnte erstmal nicht danken und ich würde erstmal nicht an andere Menschen denken, sondern ich würde nur klagen und ich würde nur an mich denken. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, einen Brief zu schreiben, ich würde einen Brief schreiben an alle Gemeinden, die ich jemals in meinem Leben besucht habe. Und ich würde zu diesen Gemeinden sagen, liebe Geschwister, denkt daran, ruft ein Fasten aus, geht auf die Knie, macht Gebetsgruppen, der Evangelist, der sitzt hier im Gefängnis. Eine furchtbare Situation. Also ich weiß, ich von meinem schwachen Charakter, ich würde total wegschauen von anderen und ich würde auf mich schauen, auf meine Situation und ich würde dann die Geschwister bitten, ihr müsst unbedingt im Gebet für mich eintreten. Aber dieser Apostel Paulus tut das nicht, sondern was tut er? Philipper Kapitel 2, Vers 3, da heißt es, tut nichts aus Eigennutz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Galater 6, 2, ein jeder trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Die Last des anderen tragen bedeutet, dass ich von meiner eigenen Last wegschauen muss. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwer. Und wie hat dieser Apostel Paulus denn für die Gemeinde gedankt? Er betete. Verse 3 bis 4. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in all meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden. Das ist gewaltig. Aus dieser schweren Situation, er schaut auf die Geschwister in diese Philippa-Gemeinde und was tut er? Er dankt für die und er betet und das Ganze tut er noch mit Freuden. Wenn ich jetzt mal die Hand heben würde und fragen würde, wer hat heute voller Freude gebetet? Dann kann es sein, dass einige sich melden. Wenn ich dann aber fragen würde, wer betet denn jeden Tag voller Freude? Dann kann es sein, dass sich eben nicht alle melden. Der Prediger wird sich auch nicht melden. Weil manchmal muss man ganz klar und deutlich sagen, das Gebet kann schon ein Stück weit eine Last werden. Das Bibellesen kann auch ein Stück weit eine Last werden. Und dieser Apostel Paulus aus dieser schweren Situation schaut von seiner eigenen Last weg. Er dankt für die Geschwister in der Philippa-Gemeinde und er tut es, indem er für diese Gemeinde betet. Und jetzt sagt er auch, was ich alle Zeit tue in all meinen Gebeten. Das war nicht so, dass Apostel Paulus Brot und Wasser bekommen hat und dann hat er für das Essen gedankt und dann hat er noch gesagt, ach Herr, gedenk doch an die Philippa-Gemeinde. Nein, die Bibel sagt, er tut es alle Zeit in all meinen Gebeten und das Ganze verbindet er noch mit einer Freude. Ich glaube, eines der größten Kämpfe, die wir als Christen haben, ist ein regelmäßiges Gebetsleben zu führen. Jemand hat mal gesagt, ein bekannter Evangelist, wenn du es schaffst, ein regelmäßiges Gebetsleben zu führen, dann kannst du alles schaffen. Und ich kann euch mal dazu herausfordern, ich habe das selber auch mal gemacht. Ich habe mal auch bei Open Doors habe ich auf die Seite geguckt von verfolgten Geschwistern. Und da habe ich mir mal so etwas rauskopiert mit Bild und habe das mal irgendwo hingehängt in meinem Büro. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt für diese Person 3 Monate jeden Tag beten. Und jetzt ist die Frage, habe ich das geschafft, ja oder nein? Also es gab schon Tage, da habe ich sicherlich nicht dran gedacht. Und da habe ich gemerkt, das ist eine absolute Herausforderung, ein regelmäßiges Gebetsleben zu führen. Ich habe euch ja gestern schon gesagt, wenn wir im Oktober die Evangelisation haben, sucht euch bitte 3 Personen raus, schreibt die auf eine Liste und fangt an, jeden Tag bis zur Evangelisation genau für diese Leute zu beten. Und da werdet ihr ganz klar und deutlich merken, das Ganze ist überhaupt nicht einfach. Übrigens, das Gebet wird direkt im Epheserbrief nach der Waffenrüstung erwähnt.
Also irgendwie gehört es auch absolut zu einem Gebetskampf. Also bis hier zusammenfassend möchte ich sagen, Paulus dankte in einer schwierigen Situation und er dachte dabei noch an andere. Und jetzt kommt Apostel Paulus zu einer ganz wichtigen Erkenntnis in dieser Zeit im Gefängnis. Es dient nämlich zur Förderung des Evangeliums. Vers 12. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Also das muss man sich mal vorstellen. Jetzt stell dir mal vor, du kennst diesen Apostel Paulus. Du hast ihn damals mal kennengelernt, das war ein brennender Mensch. Der ist rausgegangen in die Synagogen, der hat von dem Gesetz Mose, von den Psalmen, hat er Jesus als Messias erweisen können vor den Juden. Der ist rausgegangen auf die Marktplätze, der hat die frohe Botschaft des Evangeliums gepredigt, der hat wahnsinnig viele Gemeinden gegründet, er hat Gemeinden betreut, er hat sie besucht. Das heißt, dieser Apostel Paulus war ein gewaltiges Werkzeug in der Hand Gottes und er war ständig nur unterwegs. Und jetzt auf einmal kommt er ins Gefängnis. Was würden wir als Menschen sagen? Mensch, das ist doch absolut traurig. Wie kann der Herr nur so etwas zulassen? So ein brennendes Werkzeug. So viel gemacht für den Herrn. So viel unterwegs. Und was passiert jetzt? Jetzt ist er total gebunden. Jetzt kann er das Evangelium nicht mehr predigen auf den Marktplätzen. Der kann jetzt nicht mehr raus Gemeinden gründen. Der kann nicht mehr in den Synagogen sitzen, aus dem Wort Mose zeigen, dass Jesus der Messias ist. Der ist total in seinem Dienst für den Herrn eigentlich eingeschränkt. Hast du vielleicht schon mal so Gedanken gehabt, wenn ich wie der wäre oder so, wenn ich wie der reden könnte, wenn ich diese berufliche Stellung hätte wie der, dann wäre ich eigentlich ein viel, viel besseres Zeugnis für den Herrn. Aber ich schaue auf mein Leben, ich bin nicht so wie die anderen, ich bin total eingeschränkt in meiner Fähigkeit und eigentlich muss ich sagen, dass der Herr mich nicht so gebrauchen kann wie die anderen. Ist das jetzt wirklich so? Es gibt eine ganz wunderbare Geschichte in der Bibel von einer Frau, dessen Namen kennt man nicht und wird man bis zur Ewigkeit vielleicht gar nicht erfahren. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz kleine Begebenheit in der Bibel, aber Gott hat diese Bibelstelle für uns 2000 Jahre später hinterlassen, damit wir daran denken. Jesus Christus saß mit seinen Jüngern irgendwo in Jerusalem auf einem Platz und er konnte von dort aus den Gotteskasten beschauen. Weißt du, an welche Geschichte ich jetzt denke? Und dort sind einige Leute gekommen, die haben immer etwas reingeschmissen. Und jetzt kam eine ganz einfache arme Witwe. Also diese arme Witwe, die hat nichts im Leben zu bieten. Und da kann man vielleicht auch sagen, ja, wie kann die dem Herrn eigentlich letzten Endes dienen? Die kann auch nicht mal groß spenden, die kann nicht predigen, die ist total in ihrem Leben, in ihrem Dienst für den Herrn eingeschränkt. Und jetzt macht diese Frau Folgendes. Die hat nicht viel Geld, die hat ganz, ganz wenig. Die hat nämlich einen Pfennig oder zwei Schärflein, je nach Übersetzung. Und jetzt macht sie Folgendes. Das Wenige, was sie hat, schmeißt sie dort in den Gotteskasten rein. Und jetzt stell dir mal vor, du bist einer von diesen Synagogenvorstehern, von einer, der diese Kasse macht und du gehst hin am Abend und du machst diesen Kasten auf, du siehst diese ganzen Goldtaler und du siehst diesen einen Pfennig dazwischen. Was sind deine Gedanken? Ja, da hat sich ein kleiner Junge einen Scherz erlaubt, aber gut, wir wollen mal genau sein. Wir als Buchhalter werden das in die Liste mit einführen. Aber davon kannst du dir nichts kaufen, davon kannst du keine Synagoge reparieren. Das ist eigentlich überhaupt kein Wert. Und was hat Jesus gesagt? Diese Frau hat mehr reingeschmissen als alle zusammen. Hat die Frau in dem Augenblick das gewusst, dass sie so einen gewaltigen Dienst für den Herrn macht, dass 2000 Jahre später in Stuttgart darüber gepredigt wird? Überhaupt nicht, oder? Aber sie hat einfach gemacht, was sie konnte. In ihrer Beschränktheit, in ihrem Unvermögen hat sie einfach treu dieses Geld, was sie irgendwie brauchte, das Wenige, was sie hatte, hat sie dem Herrn gegeben und der Herr gibt ihr ein Zeugnis, sie hat mehr reingeschmissen als alle zusammen. Und ich bin sehr überzeugt davon, da sind viele gewesen, die haben einiges reingeschmissen. Aber Gottes Rechnung ist anders. Er hat diese Frau in ihrem Unvermögen, in ihrer Beschränktheit gebraucht und gibt ihr ein absolut gewaltiges Zeugnis. Den Namen wissen wir bis heute nicht, aber Jesus weiß den Namen.
Jesus kennt den Namen und diese Frau wird für das, was sie getan hat, ihren Lohn in Ewigkeiten bekommen. Und dieser Apostel Paulus war auch gebunden und dann muss er erkennen, ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, dass es nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Wo wir Menschen sagen würden, Mensch, jetzt ist er im Gefängnis, der kann überhaupt nichts mehr machen. Und was sagt Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist? Das Ganze, was hier an mir passiert, das dient der Förderung des Evangeliums. Das ist absolut gewaltig. Und wie fördert es das Evangelium? Vers 13. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Jetzt stell dir mal vor, der Name Apostel Paulus, der war schon ein Stück weit bekannt unter den Römern. Das war so ein Aufrührer von der neuen Sekte. Und jetzt saß dieser Apostel Paulus im Gefängnis. Und jetzt kam die Frühschicht der Wachen und hat diesen Apostel Paulus bewacht. Und jetzt dreimal darfst du raten, worüber hat er mit ihm gesprochen? Ja, nicht darüber, ob er mal Rente bekommt oder sonst was. Nein, der hat mit denen über das Evangelium gesprochen. Der war dort gefesselt, die waren bei ihm, die mussten ihn bewachen. Und das, was diese Leute gehört haben, vielleicht 6 Stunden am Stück, das war der gesamte Heilsplan Gottes von Adam und Eva bis hin zur Kreuzigung. Was anderes konnte er noch nicht sagen, weil einige Briefe hat er noch nicht geschrieben. Aber das war das, was diese Soldaten gehört haben. Und dann kam die Spätschicht, musste Apostel Paulus bewachen. Und was haben diese Leute gehört? Nicht die Nachrichten, wie das Wetter morgen wird, wie es mit dem Aktienkurs steht, nein. Die haben den gesamten Heilsplan Gottes gehört, vom Sündenfall bis hin zur Kreuzigung und zur Auferstehung natürlich. Das haben diese Soldaten gehört. Die standen dort und das, was die Menschen gehört haben, Paulus in seinem Unvermögen, Paulus in seiner Beschränktheit und Paulus war in dieser Situation ein Zeugnis. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass manch ein Soldat nach Hause gekommen ist, hat das Abendbrot von seiner Frau bekommen. Und dann hat sie gefragt, Schatz, wie war der Tag so? Ja, ich war wieder bei diesem Paulus. Ja, was hat er denn jetzt wieder erzählt? Ja, der hat das nochmal erzählt wie gestern. Hat er das nochmal erwähnt mit der Arche und alles? Ja, das hat er auch erzählt. Ja, und dass dieser große Prophet Jesaja schon von diesem Zimmermann aus Nazareth gesagt hat, hat er das auch erwähnt? Ja, das hat er auch gesagt. Mensch, das ist ja unglaublich. Erzähl mir morgen mal, was er erzählt. Vielleicht haben sie gefragt, wie ist denn das mit der Entrückung? Hat er das auch schon erwähnt oder nicht? Aber wahrscheinlich eher nicht. Aber diese Menschen waren dort in der Nähe von Paulus und sie haben von diesem Apostel Paulus, ich bin 100% überzeugt, haben sie das Evangelium gehört. Also da, wo wir als Menschen denken, völlig eingeschränkt, nicht brauchbar für den Herrn. Und da sagt Gott, meine Kraft wirkt in Schwachheit und mein Wort ist nicht gebunden. Ich kann mich erinnern an meine Zeit als Zivildienstleistender. Da war ich, also Zivildienstleistender im Krankenhaus, dann bist du so unterstes Glied in der Nahrungskette. Ganz oben ist der Chef vom Krankenhaus, dann kommt der Chefarzt und dann ganz unten sind die Zivildienstleistenden. Und dann habe ich so gedacht, das war kurz nach meiner Bekehrung, Mensch, wenn ich der Chefarzt wäre hier von diesem Krankenhaus, wenn ich so ein ganz bekannter Augenchirurg wäre oder so ein richtig ganz bekannter, eine ganz hohe Autorität, wenn ich den Leuten dann von Jesus erzählen würde, dann würden die auf jeden Fall zuhören. Nicht bekehren, aber die würden auf jeden Fall zuhören. Das war ein total falsches Denken. Weil Gott hat gesagt, du machst jetzt deinen Zivildienst, du bist da unten in dieser Abteilung und dort wirst du das Evangelium predigen. Und das war ein sehr interessanter Platz, den ich gemacht habe. Ich habe in der Ultraschallabteilung gearbeitet und dann kamen einige Leute, die mussten dann ihr Ultraschall machen und bei einer Frau kann ich mich daran erinnern, da wurde ein Ultraschall am Herz gemacht und dann musste der Arzt ihr sagen, wir müssen morgen eine ganz dringende OP machen bei Ihnen. Und da war die Frau total fertig, weil das war eine nicht leichte Operation. Und dann stand der Christian Kutsch da, nicht Chefarzt, nur Zivildienstleistender. Und dann habe ich dieser Frau so ein Zeugnis gegeben. Habe ich gesagt, ja, ich werde beten zu Jesus und alles. Und dann fing die Frau dort unten in dem Keller in dieser Ultraschallabteilung an, fing sie dann an zu weinen. Und dann dachte ich, ja, da hat Gott ja doch mich irgendwie gebrauchen können. Und dann gab es noch ganz andere Möglichkeiten. Ich konnte immer irgendwie das Wort Gottes weitergeben. Ich meine, dass ich sogar Traktate da verteilt habe. Und ich weiß ja gar nicht, was aus diesem Ganzen nachher entstanden ist. Vielleicht gibt es manch einen im Himmel, der sagt, weißt du, ich war mal im Krankenhaus, da habe ich so einen kleinen Zivi kennengelernt, da hat er irgendwas von Jesus erzählt. 30 Jahre später habe ich mich daran erinnert und dann habe ich selber mal zum Wort Gottes gegriffen. Und dann hat Gott das gebraucht und ich durfte mich bekehren. Egal in welcher Situation wir sind, Gottes Wort ist nicht gebunden und Gott möchte uns gebrauchen. Und jetzt kommt dieser Apostel Paulus noch zu einer Erkenntnis in Vers 14. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen
und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Elberfelder sagt, sie haben Vertrauen gewonnen und wagen nun viel mehr, das Wort Gottes ohne Furcht zu predigen. Schlachter 2000 übersetzt. Und dass die meisten Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt und es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Das war eine Frucht davon, dass Apostel Paulus entschieden war und ins Gefängnis kam. Die anderen Brüder, die außerhalb waren, haben das Ganze mitbekommen. Und das hat die so im Glauben gestärkt, das hat ihnen so viel Kraft und so viel Mut gegeben, dass sie umso mehr rausgegangen sind und das Evangelium gepredigt haben. Das ist gewaltig, oder? Wäre das auch eine Reaktion bei mir? Es hätte ja auch sein können, dass manch einer gesagt hat, oh, weißt du, wenn die den großen Paulus schon ins Gefängnis geworfen haben, weil er das Wort Gottes predigt, was machen die dann mit mir? Am besten ist, ich sage gar nichts. Ich werde Christus nirgendwo bekennen. Aber dieses Zeugnis gibt Paulus nicht, sondern Paulus sagt, weil ich im Gefängnis bin, sind die Brüder außerhalb umso mutiger geworden, das Wort Gottes zu reden ohne Scheu. Das ist ein absolut interessanter Gedanke. Das ist ja schon einige Jahre her, dass der Islam sehr stark in Deutschland aufgestiegen ist durch diese Salafisten und dann gab es viele Konvertiten, also Deutsche, die sich dann irgendwann mal zum Islam hingewandt haben. Und ich meine, ich kann mich an ein Zeugnis erinnern von einem dieser Moslems, der wurde gefragt, warum er das gemacht hat. Dann hat er gesagt, ich habe die anderen gesehen, die waren entschieden, die sind bis in den Irak gegangen. Die sind dafür ihren Glauben gestorben, die haben einen wirklichen Sinn im Leben gehabt und dafür haben die gelebt. Also diese Menschen haben die Entschiedenheit von anderen gesehen und das hat sie mitgezogen, dass sie auch so einen Weg einschlagen. Leider der falsche Weg, das ist klar, aber Apostel Paulus haben diese Leute auch gesehen und haben gesagt, der geht für Jesus ins Gefängnis, der trägt die Fesseln, der hat sein Leben aufgegeben. Das war ein ganz, ganz hoher Pharisäer. Der war angesehen in der Gesellschaft. Der hat von den hohen Priestern Briefe bekommen, um diese Christen festzunehmen. Der hat ein wirklich tolles Leben geführt. Und all das hat er eingetauscht gegen Fesseln und Bedrängnis. Der muss einen wirklichen Glauben haben. Und diese Glaubensgeschwister haben gesehen, dass dieser Apostel Paulus für seinen Glauben ins Gefängnis geht. Und das hat die anderen mitgezogen. Und ich stelle mir immer die Frage, wenn andere mich beobachten, zieht es die mit oder stößt es die eher ab? Ich kann mich an einen ehemaligen Mitarbeiter bei uns am Missionswerk erinnern. Also ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so einen Eifer für Christus hatte. Und das, was er bei anderen bewirkt hat, dass sie mehr angefangen haben, die Bibel zu lesen und dass sie mehr angefangen haben, ein regelmäßiges Gebetsleben zu führen. Das war jemand, über den kann man sagen, der hat andere mitgezogen. Der lebte ohne Kompromisse, der war ein bisschen radikal, möchte man sagen. Aber diese Radikalität, diese Entschiedenheit hat es bei anderen ausgelöst, dass sie ihm ein Stück weit nachgeahmt haben. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Das war eine Frucht, die der Apostel Paulus durch die Zeit im Gefängnis außerhalb der Zellen hinterlassen hat. Und dann kam er noch zu einer Erkenntnis. Diese Zeit im Gefängnis, unabhängig wie das Ganze ausgeht, dient zur Verherrlichung Gottes. Vers 20. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder Tod. Das muss man sich mal vorstellen. Da sitzt dieser Apostel Paulus im Gefängnis, der weiß nicht, wie das ausgeht, aber eine Sache weiß er. Egal was passiert, ich will, dass Christus in meinem Leben verherrlicht wird. Und wenn es sein soll durch den Tod, ich will, dass Christus dadurch verherrlicht wird. Andere Übersetzungen sagen, hochgepriesen, die Elberfelder sagt, er soll groß gemacht werden. Jetzt haben wir natürlich als Christen in Deutschland nicht wirklich viel mit Märtyrertod zu tun. Aber ich stelle mir diese Situation vor, da wird irgendwo in einem Land, wo Christen verfolgt werden, einem ein Messer an den Hals gehalten und dann wird ihm die Möglichkeit gegeben, sag dich los von Jesus, werde Moslem und du kommst straffrei raus, dir wird es gut gehen. Und dann stehen diese Leute da, nicht alle, das ist ganz klar, aber dann stehen einige da und sagen, nein, ich werde das nicht machen. Und dann sterben diese Menschen den Märtyrertod. Wisst ihr, was in dem Augenblick passiert? Christus wurde verherrlicht. Jesus Christus wurde durch so etwas
verherrlicht. Und dieser Apostel Paulus sagt, ich weiß gar nicht, wie die Situation aussieht, ob ich jetzt im Gefängnis bleibe, Christus soll verherrlicht werden. Ob ich rauskomme, Christus soll verherrlicht werden. Ob ich hier den Tod sterben werde, Christus soll in meinem Leben verherrlicht werden. Ich war mal in einer Gemeinde und dann kam ich im Gespräch mit jemandem, der da die Moderation gemacht hat. Und dann stellst du mal die Frage, wie bist du eigentlich so zum Glauben gekommen? Dann sagt er, ja, weißt du, ich habe meinen Schwiegervater gehabt, der war todkrank, dem ging es ganz schlecht. Aber ich habe gesehen, wie der auf dem Sterbebett lag und ich habe gesehen, wie er Freude hatte, wie er von Jesus geredet hatte und wie er mit Zuversicht in den Tod geschaut hat. Und das hat etwas in mir ausgelöst, das hat mich überzeugt, das hat mich fragend gemacht. Und dann ist dieser Mensch durch das Zeugnis von diesem alten Bruder, der schwer krank war, ist er eben zum Glauben gekommen. Weißt du, was Christus gemacht hat, als dieser Mensch schwer krank auf dem Bett war? Christus hat sich durch diesen Menschen verherrlicht. Und Gottes Wort ist nicht gebunden, unabhängig in welch einer Situation wir uns befinden. Da können wir gesund sein, da können wir krank sein, da können wir in einer ganz tollen Lebenssituation sein, in einer ganz schweren. Aber das, was Christus immer möchte, ich möchte euch als Zeugen gebrauchen und ich möchte, dass ihr mich in eurer Situation verherrlicht. Und das ist das, was dieser Apostel Paulus aus dem Gefängnis schreibt. Er sagt, wisst ihr was? Das ist gar nicht so ein großer Schaden, wie vielleicht manch einer denkt, sondern Christus gebraucht mich hier, dass andere zum Glauben kommen. Christus gebraucht mich, dass das Ganze der Förderung des Evangeliums dient. Christus gebraucht mich hier zu seiner Verherrlichung. Und das eine, was ich auch tue, ich danke für die Christen, die außerhalb vom Gefängnis sitzen. Der hat von sich weggeschaut und er hat auf Christus geschaut. An einer Stelle schrieb er, Jesus Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das wusste der auch, der wusste ganz genau, und sollte hier sterben, habe ich ja mein Ziel erreicht, oder? Ich bin beim Herrn, ich bin dort, an was ich immer geglaubt habe. Ich bin dort an diesem Ort, über den ich immer gepredigt habe. Mir kann doch eigentlich überhaupt nichts passieren. Bin ich hier im Gefängnis und werde ich leben? Gut, dann predige ich weiter das Evangelium. Werde ich sterben? Umso besser, dann bin ich doch schon am Ziel meines Glaubens anbelangt. So einen Blick hatte dieser Paulus auf sein Leben. Ich weiß nicht, ob ich so etwas könnte, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe ja ein ganz einfaches Leben. Ich werde fürs Predigen bezahlt. Andere bezahlen fürs Predigen mit Gefängnis, bei mir nicht. Deswegen ist es leicht, so etwas zu sagen. Aber trotzdem möchte ich, dass Christus sich in meinem Leben verherrlicht. Und wenn die Zeit da ist, frei und offen das Evangelium zu predigen, eine Evangelisation zu machen, dann möchte ich das umso mehr nutzen. Dass Menschen eingeladen werden, dass Menschen erfüllt werden mit einer lebendigen Hoffnung und dass Menschen verstehen und begreifen, was das Kreuz wirklich bedeutet und welche Auswirkungen das für ihr Leben hat. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ich hoffe, dass du in deiner schweren Situation doch diesen Lichtblick hast. Jesus ist da und Jesus will mich in dieser Situation gebrauchen. Ich möchte jetzt noch zum Schluss beten. Ihr könnt gerne aufstehen dazu, haben einige gesessen. Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns viele Vorbilder in deinem Wort hinterlassen hast, auch einen großen Apostel Paulus. Aber wir wissen auch, dass viele nicht so einen starken Charakter haben wie er, dass viele schwach sind, dass viele entmutigt sind in vielen Lebenslagen. Und dennoch, Herr, gilt dein Wort, du willst dich verherrlichen, du wirkst in Schwachheit und du möchtest, Herr, dass wir dich bekennen und bezeugen und dass wir wirklich Zeugen sind für dich, egal wie diese Situation ist. Herr, du hast aus allen deinen Kindern Evangelisten gemacht, die die frohe Botschaft weitergeben können. Und wir möchten beten, dass wir das tun. Und wir möchten ganz besonders auf die Tage im Oktober schauen, dass du uns da wirklich gebrauchen kannst, dass Menschen sich einladen lassen, unter dein Wort kommen und dass Menschen wirklich verstehen und begreifen, wer du bist und eine klare, bewusste Entscheidung für dich treffen. Amen.